Hallo und herzlich willkommen heute zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Audacity unter Ubuntu Linux das Hintergrundrauschen in Videos entfernen könnt. Hier in diesem Video habe ich absichtlich das Mikrofon direkt neben den Lüfter an meinem Laptop gestellt, damit ihr auch das Rauschen richtig laut hört. In diesem Video werde ich jetzt zeigen, wie man mit Audacity dieses Rauschen wegbekommt und am Ende dieses gesamten Videos hört ihr dann den Anfang nochmal, aber dann komplett ohne das Hintergrundrauschen des Lüfters. So, hier sind wir nun wieder. Hier habe ich das erste Video, Rauschentfernung -1 MP4. Das war das, was ich vorhin schon aufgenommen habe. Und aus genau diesem Video werden wir jetzt das Rauschen entfernen. Dazu starte ich mal Audacity. Und. Ja, es ist nicht der schnellste Rechner. Und da haben wir es. Dann öffne ich mal das Video. Rauschentfernung -1 MP4. Das ist das Video. Öffne ich. Jetzt wird es importiert. So, wenn ich das jetzt abspiele, dann höre ich das Rauschen. Das wäre hier am Anfang dieses Rauschen, das markiere ich. Dann klickt man auf Effekte oben, Effekte, Rauschentfernung und Get Noise Profile. Jetzt nimmt er den markierten Bereich hier als Referenz. Jetzt hat er das genommen. Jetzt drücke ich STRG-A, um alles zu markieren. Dann gehe ich wieder auf Effekt, Rauschentfernung, teste das Ganze mal mit Vorhören. Ja, das dauert kurz. Hallo und herzlich willkommen zu meinem. Ja, das hört sich schon gut an, ohne Rauschen. Jetzt sage ich hier einfach OK. Jetzt müsste das hier gleich dünner werden. Jawohl, richtig. Und nun speichere ich diese Audiodatei mit Exportieren. Rauschentfernung -1 .mp3. Wichtig, MP3, weil es eine Audiodatei, MP3 Audiodatei ist. Hier habe ich MP3 Audiodatei ausgewählt. Speichern. Okay. Und speichert das Ganze und exportiert. Und fertig ist das Ganze. Okay. Kann ich das schließen? Speichern brauche ich das nicht mehr. Dann starte ich mit KDE Live. Das Ganze, ups, was habe ich denn da noch drin? Ach man. Und nochmal, ist abgestürzt. Da ist gerade noch ein Bug drin beim KDE Live. Datei hinzufügen. Rauschentfernung 1 MP4 ist das Video. Das ziehe ich jetzt mal in die Leiste rein. Wenn wir uns das anhören, man hört eindeutig das Rauschen. So, jetzt sage ich einfach zu dem Audio-Track ausblenden. Datei hinzufügen. Jetzt nehmen wir hier die MP3-Datei, was ich erstellt habe, ohne Rauschen. Die in Audacity erstellte MP3-Datei. Das war jetzt die hier. Die ziehe ich nach unten in den Audio-Track. Ja, ist zwar Video, aber funktioniert genauso mit Video. Macht keinen Unterschied. Jetzt hören wir uns das an. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal anhören. Achtung.
Hallo und herzlich willkommen heute zu meinem neuen Video. Ohne Rauschen. Jetzt machen wir Rendern und speichern das Ganze. Dann haben wir es dann hier H264 und rendere in Datei. Ja, wo haben wir es denn hier gehabt? In Videos Webcam. In Videos Webcam. Als Datei nehmen wir fertig ohne Rauschen.mp4. Rendere in Datei. Uiuiui, ist relativ langsam. Da kann ich dann vielleicht mal kurz vorspulen im Video, damit es doch ein bisschen schneller geht. Das schneide ich dann später raus. So, gleich hat es geschafft. Und fertiggestellt. Schließen. Jetzt müssten wir hier noch genau fertig ohne Rauschen das neue Video haben. Jetzt starte ich das mal, wie sich das Ganze jetzt anhört. Hallo und herzlich willkommen heute zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Audacity unter Ubuntu Linux das Hintergrundrauschen in Videos entfernen könnt. Ja, und so einfach geht's. Wenn es euch gefallen hat, unten links auf Abonnieren klicken. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.